Mein Selbstversuch. 24 Stunden, 100 Kilometer. Ich bin gestern hier um 12 losgelaufen und heute um 12 wieder hier angekommen. Doch habe ich das komplett zu Fuß geschafft? Habe ich es geschafft? Wie viele Kilometer? Die ganzen 100 oder weniger? Das seht ihr in diesem Video. Genauso, warum ich jetzt hier eine Schürfwunde habe. Da zwei Blasen. Ich bin ein bisschen humpelig, aber das war es wert. Es hat Spaß gemacht. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ich bin René Wajnitschke. Das hier ist meine Bewerbung für Sam vs. Wild. Ich probiere einen Mammutmarsch. Auf eigene Faust einfach mal 24 Stunden 100 Kilometer zu schaffen. Beziehungsweise so viele Kilometer, wie es nur geht. Natürlich, Mindset ist da. Ich schaffe das. Aber probiert habe ich 100 Kilometer noch nie. Was ich schon mal probiert habe, ist der Hermannslauf. Von Detmold nach Bielefeld. Da habe ich ungefähr für 31 Kilometer 4 Stunden gebraucht. 4 Stunden 10, glaube ich, waren es. Ja, deswegen 100 Kilometer wäre was Neues für mich. Und ich nehme euch da auf jeden Fall mit. Einmal was zur Strecke. Ich glaube, das ist, glaube ich, was Wichtiges. Ich bin aktuell hier in Bremen und versuche von Bremen nach Oldenburg und wieder zurück. Das sind knapp 90 Kilometer und dann hänge ich einfach noch ein paar Kilometer hier in der Stadt dran, bin der Kopf noch mitmacht oder die Füße. Mal sehen. Warum bin ich hier in Bremen? Ich studiere Fotografie und Bildmedien an der FH Bielefeld und dafür brauche ich ein Praktikum. Und dieses Praktikum mache ich aktuell hier in Bremen. Ist mein Pflichtpraktikum. Und was ich hier mache, ich bin hier Zeitungsfotograf beim Weser Kurier für 6 Monate vom März bis August. Habe also noch genug Urlaubstage und kann mir auch noch genug frei nehmen. Also sollte das was werden mit der Bewerbung, ich habe Zeit. Kleines Update. 1 Stunde 46, 8,4 Kilometer. Und ich erreiche Delmenhorst. Juhu! Ich würde sagen, bis jetzt passt alles so zeittechnisch, streckenmäßig. Mal sehen, wie es weitergeht. Die Füße merke ich ein bisschen, aber weiter geht's. Jetzt noch mein Gear ein bisschen vorstellen, weil Fritz ist ja so ein Gear-Freak. Ganz normale Schuhe, eine Jeans, ein Hemd, dann eine Jacke für später, wenn es kühler wird. Und hier ist mein Rucksack. Eigentlich ist das ein normaler Fotorucksack, also es ist kein zum Wandern, zum Laufen oder sonst irgendwas. Was zu trinken, hier drin eine Flasche und eine Flasche außen. Blasenpflaster, ein Ersatz-T-Shirt, Riegel für jede Stunde ein, eine Drohne zum Filmen, 2 Powerbanks und 3 Kabel und Ersatzsocken. Mein Bezug zu Outdoor ist das Fotografieren. Ich gehe gerne raus, irgendwo die Berge hoch zum Sonnenaufgang oder letztes Jahr die Seven vs. Wild Bewerbung beim Kanufahren. Die Fotografie bringt mich auch zu meinen Skills. Ich bringe mit ein gutes Auge für Kameraperspektiven, gute Laune, Teamfähigkeit und mein Job am Wochenende als Pfleger bringt einfach Teamfähigkeit mit und Zuverlässigkeit. Da ist der Sonnenuntergang. Ich finde den Sonnenuntergang gerade echt sehr schön. Was ich nicht so schön finde, ist, ich habe Schmerzen. Es tut echt langsam weh. Ah, ich will doch nur ankommen. Puh, das zieht schon echt. Aber mal gucken, wie lange ich durchhalten kann vom Kopf her. Aber wie lange auch wirklich noch die Beine mitmachen. Weil es ist ja so eine Sache. Mit dem Kopf kann man viel länger durchziehen als mit den Beinen, aber irgendwann tragen die Beine einen auch nicht mehr weiter. Deswegen einfach mal gucken, wie weit es noch geht. Solange genieße ich hier den Sonnenuntergang. Also ich liege jetzt hier auf so einer Bank und sammle irgendwie noch Energie. Ich mache eine kleine Pause, weil mir geht's einfach echt beschissen gerade.
Mir tun die Beine weh, der Kreislauf ist nicht mehr so ganz so gut. Aber ich will wenigstens noch ein paar Kilometer schaffen. Ich habe ja noch Zeit. Also die 100, das wird, glaube ich, echt nichts mehr. Das ist mein Stand jetzt während meiner Pause. Ärgerlich. Nur 36. Ich humpel jetzt hier noch so ein bisschen lang, weil ich hatte gerade eine halbe Stunde Pause gemacht da. Es schmerzt einfach so sehr. Also, ich humpel jetzt echt hier so ein bisschen lang. Ich probiere einfach nur bis nach Oldenburg reinzukommen. Das wäre mein Ziel für heute. Sind noch 9 Kilometer. Okay, ich probiere es einfach noch durchzuziehen. Es tut echt weh. Ah, der Kopf sagt ja, mach weiter. Der Körper sagt so nein. Der Körper ist fast am Gewinn. Scheiße. 39,59 Stunden. Alter. Es schmerzt und Schmerz. Ich hab, boah. Der Kopf sagt, okay, geht noch ein bisschen. Aber der Körper sagt, verdammt nochmal, nein. Scheiße. 44 Kilometer, 12 Stunden 21. Ich bin jetzt hier in Oldenburg, aber nicht im Zentrum, sondern noch außerhalb. Die letzten paar Kilometer schaffe ich jetzt nicht. Ich muss jetzt aufgeben. Ich gebe auf. Das ist einfach zu heftig. Scheiße. Mit ein wenig Abstand kann ich nun behaupten, 44 Kilometer in 12 Stunden war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich habe viel gesehen, meinen Körper an seine Grenzen gebracht und für mich selbst einen neuen Rekord aufgestellt. Es hat Spaß gemacht, ich würde es jederzeit wieder tun. Und Respekt an alle, die 100 Kilometer in 24 Stunden schaffen. Und ich habe Bock auf Seven Wears Wild.